Hallo liebe Sternbürger, heute wieder ein kleines Review-Video zur Version 0.9, die diese Woche, also zwischen dem 1. und ja, sagen wir 5. September auf den Markt kommen soll. Gibt es ein paar Neuerungen, aber ich springe noch mal kurz zurück, nämlich im Background läuft jetzt ein Gameplay von mir, wo ich das Capture the Core, das ist so wie Capture the Flag, nur halt im Weltraum, simuliert. Das ist mit dem Update 12.6 rausgekommen, da wo auch die Constellation Variation, wo ihr nachher noch ein paar Bilder sehen werdet von der Homepage. Jetzt, das war es eigentlich noch kurz zu 12.6, weil ich da kein Video gemacht habe, weil das jetzt ein nicht so gravierendes Update war, da es nicht so viel zu verändern gab. Dafür wird 0.9 deutlich größer, was ich auch vermute von der Download-Kapazität, weil es soll ein neues Feature implementiert werden, der Mary Cup, also das Rennen bei Star Citizen, was jetzt momentan noch eine zweischneidige Sache ist, da die Spieler mit der M50 oder der 350R ziemlich bevorteilt sind, weil das zwei Schiffe sind, die wirklich auf Geschwindigkeit ausgelegt sind. Da können die Spieler mit einer Aurora oder Hornet leicht abschimmeln dagegen. Wird man sehen, wie sie das lösen, weil im gleichen Atemzug, das steht zwar nirgends, aber ich weiß es, weil ich auf der Gamescom war und auf dem Event, wird es eine Geschwindigkeitsanpassung geben der einzelnen Schiffe. Also die Geschwindigkeit werden verdoppelt bei jedem Schiff, damit es ein bisschen realistischer wird, weil ich habe es ja mal ausgerechnet, wie schnell die fliegen, und das ist zwar für Raumschiffe nicht besonders schnell, deswegen haben sie das jetzt angepasst. Weiter wollen sie noch die neuen Hangars freischalten für alle, wo man sich auswählen kann, welchen man will. Ich schätze mal, dass man die Premium-Version dann kaufen muss, wie immer, aber ich finde den Asteroiden-Hangar sehr schön geworden, oder den weiß gar nicht mehr. Einen hat mir noch richtig gut gefallen. Natürlich der Premium, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, was gab es noch so Neues, was ihr noch nicht erfahren habt? Der First-Person-Shooter soll Ende dieses Jahres noch released werden, laut Chris Roberts Gamescom Event. Wage ich zwar zu bezweifeln, dass es noch hinbekommen, aber wir hoffen es mal auf jeden Fall. Ich packe euch noch auf jeden Fall für die, wo die Videos noch nicht angeschaut haben, die Videos von der Gamescom unten in die Beschreibung rein von Star Citizen, wo uns Chris Roberts gezeigt hat. Ja, was gibt es sonst noch? Was habe ich noch vergessen euch zu erzählen? Ja, die arbeiten noch am 0.9 dran, aber es könnte knapp werden diese Woche, aber ich hoffe es auf jeden Fall. Wer hat sich noch bedankt für die ganzen Spenden, wo wir momentan getan haben, und durch die Connies, wo dann die neue Variation, haben sie an einem Tag fast 2 Stretch Goals gemacht, also fast 2 Millionen, was ich schon respektabel finde, was sie da an Schiffen gemacht haben. Die Community wächst und wächst, wir sind jetzt momentan bei 557.000 und ein paar zerquetschte. Moment, ich sag's euch. Nein, 562.000, sogar 530. Ja, das ist respektabel. Für ein Spiel, das noch nicht auf dem Markt ist. Ja, sie tun fleißig Stretch Goals posten und sie arbeiten mit Hochdruck daran, dass durch die Abstimmung, wo es auch ein Video von mir gab, die interaktive Sternkarte zu machen. Aber Vorrang hat momentan wirklich 0.9, das diese Woche auch noch rauskommen sollte, wie schon erwähnt. Was es da genau dann zu sehen gibt und die Patch Notes kommen dann in einer neuen Folge von Star Citizen News. Also ich will jetzt ein kleines Nachrichtenjournal sozusagen erstellen, dass einmal in der Woche die neuesten oder die Aktivitäten von Star Citizen so grob umreißt und auf Fragen eingehen, wenn Fragen da sein sollten. Ja, aber ich denke so, das war eigentlich schon das Wichtigste für diese Woche. Und ich hoffe, dass nächste Woche auch wieder klappt. Immer so in 5-Minuten Abschnitten, oder so 5-minütige Videos, das Wichtigste. Der Rest packe ich in die Beschreibung. Ja, ich hoffe, es euch gefällt. Ich rede nicht zu schnell oder so, dann bitte in die Kommentare schreiben.
damit ich das korrigieren kann. Und von meiner Seite dann noch eine schöne Woche. Ciao.